Ich bin Feministin, denn ich kenne zu viele Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Das ist aber ein ziemlich merkwürdiger Grund, um sich einer politischen Bewegung anzuschließen. Für die es, wenn überhaupt, nur ein Teilaspekt ist, etwas für Opfer von sexueller Gewalt zu tun. Wäre es nicht sinnvoller, die eigenen Erfolgsaussichten zu maximieren, indem man sich spezifisch um die Lösung des Problems kümmert? Indem man zum Beispiel ehrenamtlich bei einer Beratungsstelle arbeitet oder sogar eine berufliche Laufbahn einschlägt, bei der man sich aktiv für das Wohlergehen von Betroffenen einsetzen kann? Das habe ich gesagt und daraufhin vor allem eine Antwort bekommen. Leute, die vergewaltigen, sind psychisch gestört und wissen, dass sie was Falsches machen. Es gibt keine Rape Culture. Rape Culture is a lie. Okay. Und ich dachte mir, wir unterhalten uns einfach ein bisschen über das Thema. Ihr könnt gerne eure Meinung, wenn ihr sie auf eine respektvolle Art und Weise vorbringt. Hey, ich bringe meine Meinung so rüber, wie ich das für richtig halte. Entschuldigung. Ich reagiere etwas allergisch auf Bevormundung und verliere dann kurzfristig die Kontenance. Dazu in die Kommentare schreiben und ansonsten bin ich für jegliche Diskussion offen. Aber ich warne euch vor, alles was beleidigend oder einfach arschig ist, wird gelöscht und verbannt und ihr könnt mich mal, ganz ehrlich. Ja, du mich auch. Da ist wohl der kleine Diktator mit dir durchgegangen, was? Nein, 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 nein! Also, erstens einmal die Aussage, Leute, die vergewaltigen, sind psychisch gestört und wissen, was sie tun, ist für mich ein Widerspruch in sich selber. Weil jemand, der eine Straftat begeht, weil er psychisch gestört ist, also wenn der Auslöser für die Begehung dieser Straftat eine psychische Störung ist, dann ist dieser Mensch für die Straftat nicht mehr zur Verantwortung zu ziehen. Das kommt auf die Schwere der psychischen Störung an. Aber ja, dieser Punkt ist durchaus korrekt. Und das heißt ja, jeder Vergewaltiger wäre nicht dafür zur Verantwortung zu ziehen, wenn er eine Frau vergewaltigt. Oh, und das kann natürlich nicht sein. Das würde ja die komplette feministische Narration in sich zusammenfallen lassen. Das kann nicht sein und das darf nicht sein. Also stehen wir jetzt bereits vor einem fundamentalen Problem. Sind Vergewaltiger psychisch gestört? Kann ein geistig gesunder Mensch eine Vergewaltigung begehen? Die Frage ist so simpel, wie sie komplex ist. Es kommt drauf an. Vor allem kommt es drauf an, wie Vergewaltigung definiert wird. Und da du dein Video damit begonnen hast, über sexuelle Gewalt zu reden, welches ein viel weiterer Begriff als Vergewaltigung ist, habe ich die ungute Vorahnung, dass wir in diesem Video sehr, 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 sehr viele Vermischungen und Verwechslungen verschiedener Begrifflichkeiten haben werden. So, und dann kommen noch die Leute dazu, die schreien, dieses Feministenpack, die sagen ja und dann wollen sie doch nicht mehr und dann schreien sie Vergewaltigung oder wer zu viel gesoffen hat und sich auf einen One-Night-Stand eingelassen hat, schreit hinterher Vergewaltigung, weil er sich schämt. Ja, willst du damit andeuten, dass sowas nicht vorkommen würde? Ohne jetzt über konkrete Zahlen zu streiten, aber die Tatsache, dass es Menschen gibt, die lügen, um sich zum Beispiel selbst zu schützen, und sei es nur, um einen Seitensprung vor dem Partner zu vertuschen, ist ein allgemein anerkanntes Konzept. Dieses Phänomen sollte man also bedenken, wenn man über das komplexe Thema menschlichen Sexualverhaltens spricht. Diese Herangehensweise ist für mich super, super degradierend den Opfern gegenüber. So. Wenn man zu viel getrunken hat und daraufhin vergewaltigt wird, ist man nicht schuld, wenn man zu viel getrunken hat. Wenn die Person vergewaltigt wurde. Generelle Skepsis gegenüber unbewiesenen Behauptungen ist keine Degradierung von möglichen Opfern. Wenn es ein Opfer gibt und das nachgewiesen ist, dann wäre eine Verleugnung der Tatsachen eine Form der Degradierung. Solange sich aber nur jemand betrunken hat, in diesem betrunkenen Zustand Sex hatte und anschließend behauptet, es wäre eine Vergewaltigung gewesen, ist der Zustand des klar bewiesenen Sachverhalts noch nicht erreicht. Strohmann, ich höre dir trapsen. Und ich würde behaupten, dass die Fälle, in denen Vergewaltigung überhaupt gar nicht erst zur Anzeige gebracht ist, viel, 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 viel größer ist als die Zahl der Fälle, wo die Frauen Vergewaltigung schreien. Erstens, weil sie blöd sind oder zweitens, um jemandem was Schlechtes zu tun. Ja, yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Du würdest behaupten. Interessant. Warum sich auch die Mühe machen und sich die Daten anschauen?
In dem Fall obliegt es also mir, die Fakten darzulegen. Der Tatbestand der Vergewaltigung ist zuerst einmal an sich schon ein sehr geringes Vorkommnis. Von ungefähr 6,3 Millionen Straftaten im Jahr 2015 waren 7.022 registrierte Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen. Auch ohne Mathematiker zu sein, komme ich nach kurzer Berechnung auf einen Anteil von Vergewaltigungen bzw. sexueller Nötigungen auf 0,1% aller Straftaten innerhalb eines Jahres. Aber kommen wir zu einem eigentlichen Argument. Dass viele Vergewaltigungen gar nicht erst angezeigt werden und dass diese Dunkelziffer deutlich höher ist als die Zahl der Falschbeschuldigungen. Schauen wir uns dafür doch einmal die wissenschaftliche Veröffentlichung mit dem Titel False Allegations of Rape von Philip Romney aus dem Jahr 2006 an. Herr Romney trägt hier in einer Metastudie die Ergebnisse aus 20 empirischen Einzelstudien zusammen und vergleicht die Anzahl der gefundenen Fälle von Falschbeschuldigungen. Und wie wir hier sehen, reicht das Verhältnis von 1,5 bis 90% an Falschbeschuldigungen. Das bedeutet natürlich nicht, dass garantiert die Mehrheit der Vergewaltigungsvorwürfe Falschbeschuldigungen seien. Aber es ist genauso vollkommen unbegründet, der Meinung zu sein, dass solche Vorkommnisse verschwindend gering sind. Hier fehlt es an eindeutigen Daten und daher macht es wenig Sinn, über politische oder kulturelle Maßnahmen zu debattieren, wenn bisher niemand weiß, wie groß oder klein das Problem in der Realität eigentlich ist. So, und um auf dieses Rape-Culture-Thema zurückzukommen, also eine Kultur, die quasi die Grundlage für Vergewaltigung schafft und für Victim-Blaming, also dass die Opfer halt dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie vergewaltigt worden sind und nicht die Täter. Das ist schwierig. Schwierig sind offenbar auch noch einige andere Dinge, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Es wird also schön weiter vermengt und vermischt. Rape Culture und Victim Blaming sind zwei unterschiedliche Konzepte. Eine Gesellschaft muss keine Rape Culture sein, trotzdem können Individuen innerhalb dieser Gesellschaft zu völlig unterschiedlichen Vorkommnissen Victim Blaming betreiben. So wie du es darstellst, muss die Existenz von Victim Blaming automatisch bedeuten, dass wir in einer Rape Culture leben. Und dazu kann ich nur sagen... No! Ich finde dieses Thema sehr, sehr groß, sehr, sehr schwierig und sehr umfangreich auch. Und ich glaube auch nicht, dass man das in ein paar Sätzen wirklich ausdiskutieren kann. Entschuldigst du dich gerade dafür, dass es dir offenbar schwerfällt, einen roten Faden in deiner Argumentation zu haben? Have you ever had a dream that you had you want? Also von dem, was ich gelesen habe, ja, finden die meisten Vergewaltigungen statt von Leuten, die man kennt. So der Fall, dass auf Partys, sage ich mal, jemand geroofied wird und dann vergewaltigt oder in einer dunklen Gasse niedergeschlagen oder sowas, ja, also so Gelegenheitsvergewaltigungen, sage ich mal, die sind relativ selten. Oh Mann, Gelegenheitsvergewaltigung. Sorry, aber wäre das nicht genauso ein verharmlosender Begriff, den jemand verwenden würde, wenn er insgeheim eine Rape-Culture unterstützen würde? Nicht, dass ich behaupte, du würdest es tun, aber dieser Begriff ist schon irgendwie missverständlich euphemistisch. Klar hört man über sowas viel, 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 viel mehr, aber sie sind selten im Vergleich zu Vergewaltigungen, die zu Hause passieren. Und gerade wenn zu Hause heißt im Ehebett oder mit dem Freund oder mit einem Freund, mit dem man vielleicht schon mal geschlafen hat, da beginnt dann halt die Grauzone, wo es mit den Schuldzuweisungen nicht mehr ganz so einfach wird. Richtig, Grauzone ist ein guter Begriff. Und das Strafgesetz war dahingehend bis vor kurzem ziemlich eindeutig in seiner Auslegung. Jetzt, nachdem diverse Aufschrei- und ausnahmslos Aktivistinnen dafür gesorgt haben, dass es jetzt heißt Nein und somit niemand mehr auch nur den Anschein erwecken muss, dass er mit dem, was gerade passiert, nicht einverstanden ist, ist die Grauzone noch viel größer geworden. Während sich an der Beweisbarkeit im Gerichtssaal rein gar nichts geändert hat. Immer noch wird es das vermeintliche Opfer schwer haben, die Vergewaltigung zu beweisen. Es fällt jetzt nur leichter, die vermeintliche Vergewaltigung zur Anzeige zu bringen. Endergebnis: mehr Arbeit für die Gerichte, eine geringere Schwelle für das Anbringen von Falschbeschuldigungen und größere Rechtsunsicherheit bei sozialen Interaktionen. Bravo, wirklich bravo. Und da ist für mich auch der Punkt gekommen, wo es um die Kultur geht und auch um die Erziehung. Wenn eine bestimmte Art von Männern davon ausgehen, dass sie das Recht haben, mit einer Frau zu schlafen, weil diese Frau ja schon einmal mit ihnen geschlafen hat, dann ist das Vergewaltigung.
Nein. Wenn diese Männer davon ausgehen, dann ist das keine Vergewaltigung. Wenn diese Männer gegen den Willen der Frau Sex mit ihr haben, dann ist es eine Vergewaltigung. Am Punkt der Strafbarkeit von Gedankenverbrechen sind wir noch nicht. Wenn ein Mann zu Hause mit seiner betrunkenen Freundin oder Frau Sex hat, obwohl die keinen Bock drauf hat, aber auch nicht wirklich Nein sagen kann, weil es ist ja ihr Mann oder ihr Freund und sie ist ja auch betrunken und deswegen ist das alles gar nicht so wild, dann ist das in meinen Augen auch eine Vergewaltigung. Mal abgesehen davon, dass ich die Verwässerung des Begriffs Vergewaltigung ebenfalls als weiteren Bärendienst für die betroffenen Opfer empfinde, du willst offensichtlich darauf hinaus, dass vor jeder sexuellen Handlung ein eindeutiges verbales Ja vorhanden ist. Na, dann schauen wir doch mal, ob du im restlichen Verlauf des Videos eine logische Konsistenz beibehältst. Jedes Mal, wenn kein klares Ja da ist, ist es eigentlich eine Vergewaltigung. Als hätte ich es vorhergesehen. Gut, dann starten wir doch mal den Timer, um zu schauen, wie lange dieser Standard von dir selber eingehalten wird. Und los. So, und klar, wenn man mit jemandem zusammen ist, fragt man nicht vor jedem Sex, Schatz, ist dir das recht, wenn wir jetzt Sex haben? Klar finden solche Gespräche nicht genau so wortwörtlich statt, aber man kriegt ja auch durch andere Signale mit, ob Einverständnis vorliegt, oder? Oh, wow, wirklich wow. Wie lang war das jetzt? 15 Sekunden? Jetzt ist also ein klares Ja nicht mehr notwendig, sondern jetzt reicht es schon, wenn der Partner mitkriegt, das heißt nicht verbale Zeichen als ein Ja-Substitut interpretiert. Inwieweit sind wir jetzt weitergekommen? War das nicht bisher auch schon so, dass menschliche Kommunikation in der deutlichen Mehrheit nonverbal abläuft? Meine Fresse. Disappointed! Wenn man mit jemandem intim ist und diesen Menschen auch respektiert, dann sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass die Person merkt, wenn die andere nicht einverstanden ist. Und wenn darüber einfach hinweggegangen wird, dann ist das Missbrauch. Dann ist das eine Vergewaltigung. Deine Eigenwahrnehmung geht echt gegen Null, oder? Eben hieß es noch, dass es ein klares Ja geben muss. Jetzt muss der Partner die nichtverbalen Zeichen richtig deuten und merken, wann eine sexuelle Handlung okay ist und wann nicht. Befinden wir uns jetzt nicht schon wieder in der gleichen Grauzone, in der es zu Missverständnissen kommen kann, wie es sie schon seit Anbeginn der menschlichen Spezies gibt? Worauf das hier hinausläuft, ist, dass das vermeintliche Opfer, oder soll ich vielleicht lieber gleich sagen, die Frau, die Deutungshoheit darüber bekommt, ab wann etwas okay ist und ab wann nicht. Das kann kein gerechtes System sein. Entweder es gibt klar definierte Regeln oder es gibt sie nicht. Wenn es diese klar definierten, objektiven Regeln gibt, dann ist es eine Vergewaltigung, sobald ein Verstoß gegen diese Regeln stattfindet. Wenn es keine klar definierten Regeln gibt, dann wird weiterhin ein Gericht darüber urteilen, ob der Tatbestand einer Vergewaltigung erfüllt ist oder nicht. Der Status quo bleibt in diesem Fall also erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Tut mir leid. Es tut mir auch leid, wenn ihr das nicht hören möchtet. Aber meiner Meinung nach ist das so. Und wenn sich eine Frau nicht traut, richtig Nein zu sagen. Lass mich raten, du wirst jetzt weiterhin zwischen diesen beiden Prozessen der Ermittlung eines Tatbestands hin und her springen, oder? Sondern dann eher so, ich kann nicht Nein sagen, weil der erwartet jetzt von mir, dass ich Sex mit ihm habe. Dann ist das meiner Meinung nach falsch und grauenvoll und gruselig. Falsch, grauenvoll, gruselig. Das könnte auch die Beschreibung von Margarete Stokowskis wöchentlicher Kolumne sein. Und ich finde schon, dass da auf eine gewisse Art und Weise die Erziehung und die Kultur dran schuld sind. I get it. I don't get it. Was? Wie? Woran? Dass Frauen nicht Nein sagen können und damit ausdrücken, was sie wollen oder nicht? Offenbar habe ich hier ein wenig den Faden verloren. Schon komisch. Kann mir nicht erklären, warum. Klar sind wir nicht irgendwo im Wilden Westen, wo die Männer rauben, brandschatzen und vergewaltigen, wie es ihnen gerade passt. Puh, na Gott sei Dank. Folgt nach so einer Aussage nicht meistens ein Aber? Aber gerade in diesen Grauzonen, die ich beschrieben habe, ist es halt wirklich schwierig. Oh, vielen Dank für diese erleuchtende Erkenntnis. Grauzone ist schwierig, wird notiert. Und das sind dann auch die Fälle, die nicht zur Anzeige gebracht werden und wo die Frau nicht dasteht, hier, ich bin ein Vergewaltigungsopfer, sondern es sind die Fälle, wo es ein Unwohlsein gibt, wo es Spannungen in der Beziehung gibt, wo man sich nicht mehr wohlfühlt und wo man das Gefühl hat, da ist gerade irgendwas passiert, was so nicht passieren sollte. Aber man traut sich halt auch nicht, den Begriff Vergewaltigung auszusprechen, weil es geht ja immerhin um den Freund oder den Ehemann oder einen Freund, mit dem man schon mal Sex gehabt hatte und ihm deswegen kein zweites Mal Sex verweigern darf.
Vertrittst du hier gerade ernsthaft die Meinung, dass Frauen in der Beziehung ihren Partner anzeigen sollten, wenn sie ein Unwohlsein haben oder wenn es Spannungen in der Beziehung gibt? Ich will dir wirklich keinen Strohmann aufbauen, aber mir fällt es schwer, deine Aussage anders zu deuten. Oder wenn man mit jemandem geflirtet hat. Sagen wir, ich habe mit jemandem geflirtet und wir haben rumgeknutscht und vielleicht haben wir auch ein bisschen gefummelt und vielleicht hat mir die Person Essen bezahlt oder hat mir einen Kinobesuch bezahlt und geht dann davon aus, naja, ich habe ja jetzt die Pflicht, dann auch weiterzumachen, weil ich habe diese Geschenke von ihm angenommen und ich habe ja schon mit ihm rumgeknutscht, also habe ich jetzt nicht mehr das Recht, Nein zu sagen. Das Recht, Nein zu sagen, hast du und jeder andere auch, zu jedem Zeitpunkt. Ich sehe auch nicht, wer ernsthaft eine gegenteilige Meinung vertreten würde. Worauf du dieses Problem runterbrechen lässt, ist eher der Sachverhalt, dass du in diesem Fall jemanden Hoffnung machst und seine Geschenke annimmst, ihn dann aber abweist. Und anschließende Frustration oder auch ein Ärger darüber ist vollkommen nachvollziehbar. Das gibt der Person nicht das Recht, dir irgendwas aufzuzwingen. Genauso wenig hast du aber auch ein Recht zu verlangen, dass er diese Emotion unterdrückt und dir zum Beispiel ins Gesicht sagt, was für ein Arschloch du in diesem Fall gewesen bist. So, und das ist halt so ein Mindset, mir fallen mal wieder nur englische Begriffe ein, der gefährlich ist. Und der auch, auf dem dann Vergewaltigungen wachsen. Ja, Vergewaltigungen wachsen am Vergewaltigungsbaum. Das weiß doch jedes Kind. Aber mal ernsthaft, wenn du behauptest, so ein Mindset wäre gefährlich, dann wäre es jetzt dein Part nachzuweisen, dass dem so ist und nicht nur heiße Luft zu versprühen. Wenn jemand keinen Sex haben möchte, dann muss man Nein sagen. So, und... Und schon ist das Pendel wieder in die andere Richtung geschwungen. Soll man jetzt klar verbal äußern, was man möchte, oder soll der andere nonverbale Zeichen richtig interpretieren? Du gibst in diesem Video selber sehr viele unklare Zeichen von dir und ich interpretiere die eher nicht so vorteilhaft. Ich reg mich gerade so innerlich auf. Und ich finde es halt so wichtig, dass man einfach den Unterschied erkennt zwischen den Vergewaltigungen, die klare Vergewaltigungen sind, wo irgendwelche Arschlöcher irgendwelche Frauen ausgenutzt haben. Und auch dann ist übrigens nicht die Rocklänge einer Frau daran schuld oder wie betrunken sie war, wenn sie von einem Gelegenheitsvergewaltiger erwischt wurde, sagen wir mal. Da ist er wieder, der Gelegenheitsvergewaltiger. Und welchen Unterschied soll ich erkennen zwischen klaren Vergewaltigungen und nicht klaren Vergewaltigungen? Und die klaren Vergewaltigungen werden von den Gelegenheitsvergewaltigern begangen? Ja, ich bin maximal verwirrt. Ne? Aber diese häuslichen Fälle, das ist das, wo ich denke, dass es gefährlich ist. Und ach, ich wiederhole mich jetzt nur noch. Die häuslichen Fälle sind gefährlich, weil die keine klaren Vergewaltigungen sind und nicht von Gelegenheitsvergewaltigern begangen werden. Heißt das nicht im Umkehrschluss, dass die klaren Vergewaltigungen nicht gefährlich sind? Fassen wir zusammen. Du weißt offensichtlich wenig über die Faktenlage bezüglich des Straftatbestands der Vergewaltigung. Du kennst nicht die Häufigkeit für diese Straftat und du weißt auch nicht, in welchem Verhältnis Falschbeschuldigungen für diese Straftat vorkommen. Daher lässt sich wohl zumindest bestätigen, dass du Feministin geworden bist, weil es in deinem Bekanntenkreis zu Vorfällen sexueller Gewalt gekommen ist und nicht, weil du dich ausführlich und intellektuell mit der Thematik auseinandergesetzt hast. Das wiederum erklärt auch, warum sich kein roter Faden durch deine Argumentation zieht und du zwischen objektiven Kriterien und subjektiven Kriterien für eine Vergewaltigung hin und her springst, sowie Begriffe wie Vergewaltigung und sexuelle Gewalt oder Rape Culture und Victim Blaming durcheinander wirfst, obwohl diese Dinge nicht austauschbar sind. Vielleicht solltest du dich daher erst einmal mit den Grundlagen der Thematik beschäftigen, bevor du dich damit auf den freien Marktplatz der Ideen begibst. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Einen Link zu meinem Blog sowie allen Quellen, die ich im Video verwendet habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rant.